Servus und herzlich willkommen zur heutigen Spread-TV-Übertragung. Die Tölzer Löwen empfangen heute die Heilbronner Falken. Der letztjährige Siebtplatzierte, der im Achtelfinale ausgeschieden ist, gegen den letztjährigen Zweitplatzierten, der im Halbfinale ausgeschieden ist. Direkt mitnehmen. So, Schönberger. Das war Hybrid-Eis, den wir bringen. Schönberger, oh, was für ein Pass! Ja, Wahnsinn! Boah, das schauen wir uns nochmal an. Und wie hat Berger den denn gehalten? Erstmal, man sieht hier eine Strafe, Stockschlag. Arm direkt oben, aber schauen wir uns das Ganze nochmal auf der Übertor an. Stockschlag, da haben wir es nochmal gesehen. Berger, boah. 32 Spielen. Guter Rückhalt. Oh, gute Chance da wieder von den Löwen. Löwen, die mir heute ziemlich gut gefallen. Oh! Und gerade habe ich es gesagt und werde bestraft. Person von Niklas Jentsch, der das Ding einfach mal reinzementiert. Schauen wir uns nochmal an. Ja, Aufbaufehler hier. Da bekommt Jentsch den Puck und da macht er das. Aber sowas von rein. Das ist Fichtner mit den defensiven Fehler. Ja, Fisch habe nicht mehr ganz hin. Edfelder alleine. Oh, gibt noch einmal ab. Oh, das ist Spielboden, der es nicht reinmacht. Oh, kuriose Szenen. 17 auf 24, Just auf Mapes. Und Konter wieder. Oh! Nachschuss Olmstedt! Das gibt's ja nicht! Scheibe immer noch heiß, Brettner! Oh! Ja, der wirst du ja verrückt! Wieder im Angriff. Oh, ja, Tor! Verrückt, das habe ich ja gar nicht gesehen. Aber irgendwie war es Fischhaber, der vorm Tor abgefälscht hat. Schauen wir uns noch einmal an, im Replay. Also einmal die gute Vorarbeit von Olmstedt, der einfach mal schießt und dann, ja, Fischhaber macht es dann rein vom Tor, die Übertor. Wird auf jeden Fall eine Auflösung geben, Olmstedt, der gut rumkreiselt. Und Fischhaber, achten wir einmal drauf. Zack. Oh, das war gar nicht mehr Fischhaber dran. Tor Olmstedt. Kein Abseits, weil eigener Spieler zurückgespielt hat. Oh, gut ausgetänzelt. Da macht es Spielbohne nicht. Oh, gute Chance für die Löwen abermals. Es gibt da bei dieser Aktion auch wieder mal eine Strafe. Die Notbremse wurde gezogen. So. Schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen weiter vorher an. Logischerweise, da war es ja schon vorbei. Hipponen. Ja, dass er hier nicht gut aussteigen. Bringt er den Punkt nicht ganz durch. Wieder mal eine gute Chance der Löwen. Somit Überzahl. Genauso wie letztes Jahr, wo er punktbester Stürmer war in der Vorbereitung letztes Jahr. Oh, mehr oder minder zufällig kommt dann der Puck auf die Kelle eines Falken in der Sturm- und Drangphase. Kriegt Orderkirk. Hier sieht man es. Ach, Brettner. Brettner spielt den Puck quasi einmal rüber. Wir schauen es uns an. Das ist Supis über Brettner und direkt auf die Kelle und Orderkirk. Erneute Angriffswelle über Schöpping, der sich gut behauptet. Nachschuss und Tor. Löwen belohnt sich. Kraftakt. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das ist Spöttl, der zuletzt rankommt. Schipping mit guter Vorarbeit. Olmstedt auch noch dran, aber Spöttl
der das Ding irgendwie reinlöffelt. Löffen wieder im Angriff. Personal von Jack Olmstead, der jetzt gerade den Puck hat. Brettner, diesmal als Verteiler! Und macht es! Schießt er einfach drauf. Olmstead gibt weiter. Schönberger. Der Schmidt-Peter gibt weiter. Und er wollte eigentlich Brettner zum Abfälschen schießen. Irgendwie geht er dann einfach durch alle durch. Hören wir uns das Ganze nochmal an. Natürlich viel Gewusel vom Tor, aber da war keiner. Abgefällt. Und das Stadion ist raus. Die Löwen gewinnen das allererste Heimspiel. Generell das erste Saisonspiel in der Hauptrunde. Und wir sehen es unten auch noch. Wird sich natürlich noch beschwert über den Handrauswurf Cabana im Personal hier